So, hallo, guten Abend. Ich wollte mich kurz zurückmelden und den heutigen Tag kurz mit den Setups nochmal beschäftigen. Allerdings zuerst natürlich der Risikohinweis. Meine Setups oder meine Meinung stellt natürlich keine Anlageberatung dar und ist auch keine Aufforderung zu irgendwelchem Erwerb von irgendwelchen Produkten darauf. So, dann schauen wir erstmal, wo sollen wir zuerst schauen? Schauen wir erstmal auf den DAX. Im DAX hatte ich eben heute früh, das kann man nachher auch im Chat schauen, eben vor Börseneröffnung ein Setup ausgegeben. Blenden wir mal, ist soweit, da kann man nicht so richtig ausblenden. Also, es hieß auch im Chat, eigentlich hat der DAX zu dem Moment, wo er über diese Linie oder beziehungsweise auch über das Gap eben ansteigt, eigentlich keine andere Chance als zu steigen. Und er hat halt direkt den Weg nach oben dann gesucht. Wir sind hier im 15-Minuten-Chart unterwegs. Direkt den Weg nach oben gesucht und hat hier eben exakt an dem Widerstand von ja, 10.900 93 gedreht. Das war hier das alternative Setup bzw. das alternative Kursziel. So. Und währenddessen habe ich noch im Dow Jones Futures bzw. Indikation ab 11 Uhr, ab 12:30 Uhr, als der Index hier stand. Das ist ja die 12:30 Uhr Kerze. Dieses Setup mit der Betonung, dass über 11.781 bzw. über 17.781 natürlich der Index bullish ist, und ab dem sollte es eben einen Ausbruch Richtung 17.070 kommen. War eben hier im Text zu lesen, ist bullish einzustufen. Und der Kursbereich von 17.870. Als dann der Dow Jones um 14:10 Uhr dann eben nicht ganz die Marke geschafft hat, 14:10 Uhr, 14:10 Uhr, stand er eben hier, hat er eben schon so eine fiese Kerze gemacht im 5-Minuten-Chart, und eben auch die Zählung, die Welle hätte. War hier eben auch, konnte man hier zu Ende zählen. Hier habe ich dann gesagt, wer reingesprungen ist, sollte mindestens den Stopp auf Einstieg nachziehen, beziehungsweise den Teilverkauf tätigen, eben noch vorbörslich, ja. Weil dann die Möglichkeit eben da war, dass eben die Welle beendet ist und der Dow Jones wieder fallen könnte. Das gleiche war eben dann auch hier im DAX zu sehen. Als hier schrieb ich auch eben um 14:10 Uhr, da stand der DAX eben bei 10.000, circa 10.980 Punkten. Hier konnte man eben auch schon die kleine, hat ein neues Hoch eben erreicht, und durch diese zwei, drei fiesen Kerzen war nicht hundertprozentig klar, dass es fällt, aber dass eben auch eine Welle eben zu Ende sein kann. Und deswegen habe ich auch hier geschrieben, blockiert die 11.000 Punkte Marke, und hier, ich beende das Setup und setze nicht mehr eben auf das Weitere. Deswegen war hier eben für mich klar, die Marke muss nicht mehr angelaufen werden. Ich bin erstmal hier fertig, ja. Also diese zwei Trades liefen dann auch wie beschrieben im Chat und im Setup eigentlich dann optimal. Das Einzige, was eben nicht optimal lief, war eben hier das Bund Future Setup. Es gab zwar jedes Mal eine Reaktion, jetzt sind wir hier im Stundenchart unterwegs, an der Linie, dass es eben nach unten geht. Das war jetzt nicht eingezeichnet von mir so. Es hätte hier nach unten drehen sollen. Aber dann eben, nachdem es eben klar war, dass es nochmal eine Aufwärtsbewegung
vorwärts geht, sollte es eben von dort aus nach unten abprallen. Das tat es eben auch nicht. Ja. Also hier gab es nur ein minimaler Abpraller wieder. Dann schrieb ich zwar, oder habe es im Video erwähnt, müsste eigentlich die Marke brechen, ein kleines Hoch, aber es wurde jetzt definitiv die Marke, zwar auch nur Intraday gebrochen, aber die Marke war für mich das Stopplevel. Also hier lag ich leider eben nicht richtig. Und habe auch nicht frühzeitig, sage ich mal, hier mein Sentimentwechsel vollzogen. Also hier sieht es jetzt eher danach eben aus. Das ist eine komplette Aufwärtswelle, die kann natürlich korrigiert werden. Aber hier ist es jetzt definitiv so. Hier kann man eigentlich fast ein neues Setup eben machen. Alles, was jetzt über diesem Kursbereich ist von 155, 66, kann sich dann diese Aufwärtsbewegung fortsetzen. Und noch eine weitere Info bzw. Neuerung, da ich eben für die Deutsche Bank jetzt jeden Morgen eine DAX-Analyse auch wegschicken muss, werde ich eben danach eben auch ein ähnliches Setup hier im Chat eben vorstellen oder auch im Stream, wenn es wirklich zeitlich eben hinhaut, sonst nur halt schnell im Chat die ganzen Marken dann benennen und den Chart hochladen. Dass es natürlich wieder so gut klappt wie heute, kann ich natürlich nicht garantieren, aber ich versuche immer mein Bestes. So, dann warten wir mal ab, was der DAX bzw. noch der Dow Jones gegen Handelsende noch so alles vollbringt. Und dann sehen, hören wir uns wieder morgen früh. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.